Tja, ihr Lieben, und weil ein Video am Tag nicht genug ist, hauen wir direkt das nächste hinterher. Denn bei so vielen Neuigkeiten muss man natürlich auch direkt nochmal wieder reinschauen in das Game. Und ich glaube, das Entscheidende ist nicht hier der wunderschöne Fluss Belaya, sondern das Entscheidende ist... Der Weihnachtsmarkt ist da. Also ihr Lieben, gucken wir mal, was es heute gibt. Es gibt ein paar News, Es gab Server-Neustart und das satt jede Menge Server oder ziemlich lange Server-Neustarts und Veränderungen an allen Gewässern. Gucken wir mal eben kurz rein hier in die Änderung. An allen Gewässern sind Weihnachtsstände da. Also ran und da gucken wir auch natürlich gleich nochmal rein. Am Moskitosee hat ein Präparatorladen aufgemacht. Das heißt, wenn wir demnächst einen riesig mächtigen Hecht fangen, zack, ausstopfen das Teil und dann nehmen wir das Ganze und tun das in das Spielerhaus. Ich bin wahnsinnig gespannt. Gucken wir uns gleich mal an. Ich habe gar keine Ahnung. Gerade eingeloggt. Ich freue mich drauf. Gucken wir mal, was da geht. Das Equipment kann da rein, Auszeichnungen können da rein, die vom Präparator hergestellten Trophäen können da rein. Ja, soweit in der Art. Dann, genau, das Spielerhaus ist über das öffentliche Profil. Neujahrsgeschenke. Und da oben steht's. Ah, schöne Idee, ja. Das ist mich auch da drin. Am Moskitosee. Da, Weihnachtsgeschenke wurden platziert. Angeln am Moskitosee an festlich dekorierten Stellen mit der Schnipprute haben die Chance, wertvolle Geschenke hat man die Chance, wertvolle Geschenke rauszuziehen. Na dann wird aber mal heute ordentlich gestippt, wa? Selbsthergestellte Vorfächer werden nun anders angezeigt, beziehungsweise da werden auch die Komponenten dann angezeigt. Das heißt, wenn wir uns hier jetzt einen Vorfach... Oh, ich bin mit dem Twink unterwegs, mit dem YouTube-Account. Also wenn wir uns hier mit einem Vorfach basteln, mit den verschiedensten Komponenten, dann werden die auch angezeigt, alles klar. Und der Lichtkegel der Taschenlampe ist verändert. Das werden wir dann nachts irgendwann sehen. Ein größerer Lichtpegel. Das ist gut. So soll das sein. So, gucken wir aber mal rein. Was gibt es denn? Weihnachtsstand. Hier gibt es wieder ein paar schöne Leckereien. Ein paar Lollis und Gebäck und Piroggen. Und die Fischsuppen. Tasse mit Tee und was nicht alles. Alkohol, Spieten, Alkohol, das war letzte Mal schon. Also ich glaube, es zählt, also ein Alkoholeffekt habe ich, also ich habe es auf dem Hauptaccount, einen Alkoholeffekt kriege ich davon nicht. Es gibt auch keinen Alkoholbonuseffekt. Ich weiß nicht, ob das russischen Glühwein, vielleicht hat der russische Glühwein einfach keine Wirkung auf echte russische Angler aller. Kann natürlich sein, aber davon hatte ich mir im letzten Jahr oder im letzten Jahr mit dem Hauptaccount irgendwie Tausende von geholt und habe da fleißig das Jahr über mir den Kopf zugeballert. Irgendwie hat das keine Wirkung. Glas Wodka und so weiter. Naja, aber das ist eh alles, nur für Leute ab Level 30 plus. Also alle, die einfach zu viel Geld haben. Lebensmittel, Schnickschnack. So. Oha. Jetzt wird's spannend. Siehst du, und ich habe mir noch gedacht, Alter, spar dir deine Kohlen. Für eventuell, vielleicht gibt's ein paar schöne Stippen oder sowas. Es gibt wieder die Spinner. Die sind neu. Oh. 2 Gramm. Okay, da müssen wir durch. Snowflake Spinner.
egal wie gut die sind, da müssen wir durch. Ja. Da geht nichts anderes dran vorbei. So. Da müssen wir durch. Und, da müssen wir auch leider mehrfach durch. So, das heißt, ich habe jetzt von jedem 3 Stück. Sollte ich mal schleppen, habe ich 2. Wenn ich nicht schleppe, wahrscheinlich schleppe ich nicht damit, aber habe ich zumindest noch welche, falls da mal eine abreißt oder sowas. Als Ersatz. So, die Kandidaten habe ich zumindest auf dem Hauptaccount, aber ich weiß nicht, ob ich mir die gibt es doch eigentlich auch normal, ne? Gibt es die nicht normal? Oder sind das wieder andere? Ich glaube, die werde ich mir nicht holen. Kunstköder, Spinner, sie sind zumindest ähnlich, ne? Ähnlich dem Simon Spinner. Naja. 3,53 Gramm. Also, sie sind zumindest sehr ähnlich. Und ich muss gestehen, 2,9 Gramm. Ich muss gestehen, so wahnsinnig viel habe ich zuletzt mit denen gar nicht mehr geangelt. Ich glaube, die werde ich mir sparen. Ich habe die ja theoretisch noch auf einem anderen Account. Aber ich glaube, das spare ich mir. Die spare ich mir auch. Die waren immer semi-erfolgreich und die Dinger auch, wenn man sich mal das Gewicht anschaut. Wahnsinnig massive, wahnsinnig schwere Dinger. Damit kannst du, würde ich mal sagen, schöne Pulle Bier öffnen. Alten. Aber ich weiß es nicht. Zum Angeln. Ja. So, was haben wir denn dann noch? Wir haben Posen, wir haben Futterkörbe. Diese Futterkörbe hier habe ich mir letztes Mal auch schon geholt. Finde ich echt gut. Werde ich mir auf jeden Fall 4, 5 in diesem kleinen Gewicht holen. Das finde ich interessant. Und dann Waggler. Waggler, ihr Lieben, gönnt euch die Waggler. Hol ich mir, ja, leider teuer, aber geil. Hol ich mir die schweren mit 14 Gramm. Jeweils 2 Stück. In allen Farben. Das sind die Waggler. Gibt es noch etwas anderes? Das sind die Pomorköder, die Posen. Hole ich mir hier auch nochmal 4 Stück. Warum hole ich immer so komische ungerade Zahlen? Also normalerweise würde ich ja sagen, immer für 3 Routen. Allerdings für 3 Routen plus eine weitere finde ich gerade ganz interessant. Köder, Fischpose und sowas, das braucht gerade nicht. Ja, jetzt wird es hier eigentlich nochmal interessant für diese Geschichten. Mais-Sirup-Dip zum Beispiel hat letztens wieder mal sehr gut funktioniert. Auch das Gerät sollte man sich gönnen. Hole ich mir mit einem Karpfenangler. Ich gehe ja mit dem anderen, mit dem Hauptaccount ist mehr auf Karpfen und mit dem hier auf Spinning bzw. Auf Stippe. Von daher werde ich hier natürlich auch nochmal in die Boilies reinballern. Genauso wie ein wenig in die geflochtene Schnur. Gucken wir uns auch mal ein bisschen hier die Hardware an. Was haben wir hier für Geräte? Gehen wir auch nochmal ins Detail. Eine 4000er Rolle. Eine 4000er Rolle mit 9 Kilo Bremskraft. Klingt gut. Wobei eine 4000er Rolle immerhin ist es eine mit 9 Kilo Bremskraft. Das ist schon mal nicht schlecht. Ab Level 16. Würde ich mir die ab Level 16 holen? Ich glaube, ich würde trotzdem bis 22 warten und eine HSV-Rolle kaufen.
Eine HSV-Rolle. Es stand in den Patch Notes, es wurden Rollen teurer gemacht. Preise für einige Rollen und Jerkbait-Modelle wurden erhöht. HSV, gucken wir mal rein. HSV kostet hier jetzt 10 Euro. Gut, ich bin jetzt hier am Belaya. Belaya ist eh teurer. 3000 noch was. Okay. Warte mal, ich muss da nochmal reingucken. Moment, also die HSV. HSV. So. Noch besser. So. 15,5 Kilo Bremskraft auf einer 8000er Spule. 8000er Spule ist einfach schon essentiell, beziehungsweise sehr, sehr, sehr geil. Das heißt, wir haben hier eine 6000er, hier ist eine 8000er, eine Tama Silver. Hier haben wir eine Overlord, eine 8000er. Und hier wäre eine 2000er fürs Leitangeln vielleicht, aber wie gesagt, Baitcast... 5,5 Kilo, ich weiß es nicht. Naja. Tama 5000. 18 Kilo. Overlord 24 Kilo Bremskraft. Okay, 17.000. 24 Kilo Bremskraft, eine 8000er. Ist wie eine Tagara. Aber eine Tagara hat man 10.000. Vintage. Was ist das Teil hier? Tama 8000er, 24 Kilo Bremskraft. Nein. Full Metal. Full Metal. Richtig geil. So, das Full Metal auch so geil im vom Schriftzug, ne? Das ist so richtig geil im Retro-Style, ein Vintage. Aber wirklich, ey. Das ist richtig geil, Retro-Style. Ab Level 24 verfügbar 18 Kilo Bremskraft. Eine 6000er für 5000. Nein. Ja, und das ist die UdSSR-Rolle, so ungefähr. Die Pellengas. Eine 2000er Rolle, 5,5. Eine 2000er Rolle, 5,5 für 1200. Wann soll man die benutzen? Ab Level 12? Ab Level 12? Wer hat ab Level 12? Wer 1200 zusammen hat in dem Levelbereich? Nein. Kohle sparen ab Level 12. Und braucht man später 5,5... Dann würde ich lieber auch, für Belaya oder so eine Medium. Nein. Hier nochmal. 9 Kilo auf einer 4000er. Das heißt, dann könnte man schon keine Medium-Leitroute mehr nutzen. Da gehen halt nur 3000er Rollen drauf. 9 Kilo. Nein. Also, Rollen sehe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr da ja irgendwie, einen anderen Blick drauf oder habt da irgendwie eine geilere Idee mit. Ich hab da irgendwie fühle ich diese Rollen alle komplett nicht. Komplett nicht. Leitrouten. Leitrouten. Uff, Alter. Excellent. Also eine Leithandhabung der Feststellmontage, Laufposenmontage. Das wäre jetzt natürlich was, wo ich schon fast schwach werde. Leitstippe, okay. Stippe, Tragfähigkeit 9 Kilo für 900, 4 bis 30. Das wäre vielleicht noch interessant. Ab Level 8 verfügbar. Es ist aber eine Bollo-Route und keine Stippe. Okay, Bollo. Hm, nee, das sind alles Bollos.
3x30, 6 Kilo Tragfähigkeit. Ich meine, für den Preis ist das nicht schlecht, ne? 6 Kilo Tragfähigkeit. Hast du hier so eine Haselnussrute? Ist vielleicht nicht so verkehrt. Ich nutze ja jetzt die Starterrouten. 800, 9 Kilo Tragfähigkeit für 800 Stippe. 9 Kilo haben die alle. Mal länger, mal weniger. Also 1000 Silber, das wären, würde ich 3000 Silber rausballern. Für 3 Stück davon. Gehen wir mal wieder rein. Gucken wir mal in die Stippen. Angelruten, Stippruten. Und wenn wir dann im Bereich sind von Routen, die auch so teuer sind, haben wir hier schon mehr Tragfähigkeit. Da sind wir hier bei 10 Kilo, nicht bei 9. 10,5 Kilo. Okay, hier sind wir preislich auch drüber. Ne, da sind wir auf jeden Fall preislich drüber, preislich drunter. 9,5. Also hier hätten wir für weniger Geld mehr Tragfähigkeit. Okay, das ist natürlich jetzt eine Leitgeschichte. Ich gucke mir das gerade genauso deppert an und ohne Ahnung wie alle anderen, die keine Ahnung haben vom Stippen. Ich komme da ja gerade erst, ich baue mich da ja oder arbeite mich da ja auch gerade erst rein. Das heißt also hier, guck mal hier, das ist kaum weniger an Tragfähigkeit. Und ich habe also zum halben Preis knapp ein Kilo weniger Tragfähigkeit oder hier auch 8, fast 9 Kilo. Nee. 8 Kilo Tragfähigkeit für 200, 300. 7 Kilo für 200. Nee, okay, kann ich leider auch nicht reingehen. Hab ich als kleiner Stippangler keine Kohle für. Ich weiß nicht, ob das ein Vintage-Dingens ist. Also die Dinger mit 6,5 für 89, ja, die hole ich mir. Das finde ich okay. Ja. Also das ist natürlich sensationell. 6,5 Kilo Tragfähigkeit, damit habe ich neue Stippen. Alles schön. 900 irgendwas habe ich keine Kohle für. 3000 sowieso nicht. Bollo-Routen kommen nicht in Frage. Die Rollen kommen für mich nicht in Frage. Die Spinner safe. Die werde ich auf jeden Fall holen, auch mit einem anderen Account. Genauso wichtig auch die Waggler, beziehungsweise hier so ein Futterkorb, die Posen, beziehungsweise hier die Futtermischen, mit Sicherheit auch interessant. So viel zum Shop. Und jetzt reisen wir noch schnell zum Moskitosee und schauen uns das an. Denn da soll ja was passieren. Ich hoffe, das lädt jetzt hier auch so einigermaßen am Moskitosee. Wahrscheinlich ist der gerade komplett übervölkert. Jeder will zum Moskito und will mal gucken, was man da so rausziehen kann. Und ich denke, das werden wir natürlich dann auch heute. Wir haben Mittwoch, montags, mittwochs und danach donnerstags ist ja der Livestream auf Twitch. Das heißt, da werden wir natürlich reinschauen am 23. Gucken wir also gleich direkt rein und gucken mal, was da so geht. Ey. Dass man so Päckchen rauszieht, ist mal eine witzige Idee. Das ist mal was, da haben sie sich mal was einfallen lassen. Gute Idee. Guck mal, hier ist das so dekoriert. Neujahrsgeschenke öffnen, okay. Ist das jetzt hier damit markiert? Ist das schon ein Neujahrsgeschenkspot, dass man da angeln kann? Oder sollte? Gucken wir uns nochmal ein wenig um. Ah, da hinten sind die, da stehen die Schneemänner-Boys. Haben die noch was anderes? Ich vermisse die Musik. Aber ich glaube, ich habe die ausgemacht. Sehr schön. Ja. Okay. Ja, dann soll es hier aber auch noch das Haus geben. Dann soll es hier das Haus geben, wo man... Das ist das Angelgeschäft. Oh, guck mal, hier ist eine Reklame. Umba. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das Fliegenrollen. Obwohl Fliegenfishing kommt. Na? Wer dran arbeitet, dass da Fliegenfishing kommt?
Da ist die Verwaltung. Ist das das Haus? Haus. Ja, Mann. Platz für Angelruten. Ah! Geil, Alter. Nostalgie pur. Ja, Mann. Ja, cool. Sehr schön. Oh, hier oben auch. Also, seriously. Also, unnütze. Aber ist doch gut. Ist doch eine witzige Idee. Ist doch geil. Nicht genug Energie. Was soll ich hier machen, Alter? Nicht genug Energie? Kettlebell. 16 Kilo? Was soll ich hier machen? Erstmal in den Lohn. Nicht genug Energie. Ah! Uff. Hinsetzen. Nee. Leute, da habt ihr euch aber einen einfallen lassen. Mama. Da haben sich aber einen einfallen lassen. So kleine Gimmicks überall. Televisor. Jawohl. Ah. Hier können dann die Auszeichnung drauf. Okay. Platz für Auszeichnung. Ja. Also cool. Warum nicht? Cooles Ding. Nicht genug Energie? Wie viel Energie brauche ich, Alden? Pusht mir das nochmal ein bisschen die Energie? Fischkonserve, noch mehr Weißbrot. Ne, ich bin schon satt. Keine Ahnung, keine Energie. Ja, geiles Ding. Mit Trophäen und sowas. Ich lasse mal hier die alte Corona S60L und mit der ollen UDSSR-Rolle. Lassen wir mal hier schon mal drin hängen. Witziges Ding. Immer noch keine Energie. Alles klar, gehen wir raus. Aber gut. Und wenn dann hier auch so Trophäen dran können, ist das doch mal was. Wenn man denn dann irgendwo welche fängt. Ich frage mich jetzt natürlich, und das müssen wir uns natürlich jetzt auch mal raussuchen, wo ist denn der Herr Präparatorladen, da ist er ja. Kleines Brett, mittleres Trophäenblatt. Brett. So. Ah. Okay. Das heißt, wahrscheinlich bräuchte man eine Trophäe im Kescher. Und dann fährt man hier hin, nagelt das Ding aufs Brett. Zahlt dafür 3,50 und kriegt das Ding dann hier aufs Brett genagelt. Ja, witzige Idee, auch das tatsächlich. Ich bin sehr gespannt. Gucken wir mal, wie das so funktioniert und was dann, oder wie das so wird und wie das dann so aussieht und so. Das ist doch mal auch eine gute Idee. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Man kennt solche Sachen natürlich auch von The Hunter Call of the Wild oder so. Ist doch eine gute Idee. Bin ich doch absolut Fan von, wenn man den Spielern so auch mal ein bisschen, ja, was anderes zeigt, was anderes bietet. Ein bisschen Spaß ringsherum. Ist doch geil. Absolut okay damit. So, ich baue mal eben hier eine Route zusammen auf entspannt. Ohne Vorfach. Einfach mal hier auf winzig und eine Made dran. Das Ding benutzen wir. Das ist jetzt hier eine von den neuen Routen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie und was. Vielleicht kommt ja hier gleich direkt irgendwie was in der Art, so ein Beutel. Man soll hier angeln.
Weihnachtsgeschenke wurden platziert. Also man muss hier nicht rumrennen und was suchen anscheinend, sondern hier, hoppala, sondern hier einfach angeln. Und hier beißt sofort ein schönes Rotauge, auch noch direkt geskillt. Da freue ich mir einfach auf eine Made. 20er Haken, ganz klein. Angeln Sie an der festlich dekorierten Stelle. Ist das hier eine festlich dekorierte Stelle? Jetzt sieht irgendwie so... Jetzt sieht so normal aus, oder? Nur weil da so ein Schild steht. Mit der Stipprute Chance, wertvolle Geschenke zu fangen. Ich fühle mich gerade nicht festlich dekoriert. Ist das festlich dekoriert? Ich sag mal, es war jemand zumindest bemüht. Vielleicht war da jemand bemüht. Er war stets bemüht, eine festlich dekorierte Stelle herzustellen. Ist es markiert? Nein, ist nicht markiert. An der festlich dekorierten Stelle. Oh. Ich fühle mich hier gerade mit dieser Haselnussroute. Das hat richtig... Das hat so richtig Swag, ne? Alter. Guck mal, vorne ist so die Rinde abgeschält. Und hier ist noch so mit Haselnussrinden-Optik allen. Das ist mal ein Gerät, also so Huckleberry Finn-mäßig allen. Noch geiler wäre die Schnur an den nackten kleinen Zeh gebunden und chillig im Gras liegen. Das ist dann so Next Level. So, Alter, muss aber hier Biss angesagt. Wir wollen hier noch mindestens so ein Epic, so eine Epic-Kiste wollen wir hier rausziehen, oder? Ich muss echt nochmal eben gucken. Was ist das hier? Guck mal, die haben hier extra Licht angemacht. Das muss das doch sein, oder? Ich meine, wie willst du, was willst du denn noch? Wie sollst du denn dem Normal, den Otto-Normal-Angler noch klar machen, Alter, hier ist die festlich dekorierte Stelle. Ein Pfeil wäre noch gut gewesen. Das wäre noch die Rettung gewesen. Ich hätte gerne einen Pfeil an meiner festlich dekorierten Stelle. Ach so, wir haben dunkel. Ha! Also machen wir nochmal Licht an. Achtung! Okay. Ja, größer. Größer und läuft mehr aus, ne? Also ist es, sonst war es wirklich so vielleicht bis hier. Und jetzt ist es doch deutlich mehr. Ja. Ja, ist doch gut. So fürs hier, fürs so Allgemeine. Auch gut. Taschenlampe löbt, check. Tja, Leute, ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es nicht. Ich bin, bin gespannt. Ich sehe auch sonst nichts Dekorierteres als das. Ich würde sagen, wir testen das einfach fleißig nachher im Stream. Das würde ich sagen, war es dann für heute. Wir sehen uns gleich im Livestream. Petri, ihr Lieben, wenn ihr noch nicht gemacht habt, den Kanal abonnieren, Daumen da lassen und dann, ja, zieht raus die Brocken, zieht raus die geilen Sachen, kauft euch ein bisschen was Sinnvolles, gebt nicht zu viel Kohle aus für Schnickschnack, sondern wenn für irgendwas, was wirklich Sinn macht und vergleicht es tatsächlich auch mit den Sachen aus dem normalen Shop. Petri, bis dahin. Tschüss.